Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachen. Ah, der Drachenstein vom Ödsturz-Hügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Das müsst ihr mit dem... Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Farengar! Noch nicht! Noch nicht! Noch nicht! Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf... Wartet! Ich kenne... Das ist ganz sicher kein Fehler. Nun, das Kopfgeld für euch ist nicht allzu hoch. Also gut, verschwindet. Aber jetzt weiß ich, wer ihr seid, Elender. Vergesst das nicht. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm? Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich flog. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut. Enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es nicht. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Ich möchte, dass ihr hier bleibt. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier im Winterfest besuchen. Wir treffen uns beim Wachturm, sobald sich die restlichen Männer gesammelt haben. Noch etwas, Irelet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Wartet! Ich kenne euch zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Wartet! Ich kenne euch.
Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid nun das Kopfgeld. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Seht nur! Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Nun, ihr kennt jetzt einen Schrei. Den kanntet ihr vorher noch nicht, oder? Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr? Wartet! Ich kenne euch. Das ist ganz sicher kein Fehler. Wisst ihr was? Stimmt. Mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Bei einem anderen Posten. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen. Mein liebster Saufkumpel. Ja. Was für eine Macht ist und das? Und als Mensch, da sagtet ihr, lasst mich von Talos Sturmkrone zeigen, der aus dem Norden kommt. Wartet, ich kenne euch doch. Gut. Ihr seid endlich hier. Der jahrelang also, erwartet. Was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden?
Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Ihr habt den Ruf gehört. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Die Graubärte. Der Geräusch gehört, ich diene als sie nach Weißlauf zurückgekommen richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Das ist das erste Mal wunderbar. Seit hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Team höchst selbst gerufen wurde, als er noch Thanos von Admora war. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Sehr wohl. 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 Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerbt. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Geht voran. Wartet! Ich kann... Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Euer Leben! Ihr seid gekommen, weil der sogenannte Kaiser ein Feigling ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Feigling!
Oh ja. Er willigte ein, die Anbetung von Talos zu verbieten, als er ein Altmeri-Schwert an seiner Kehle spürte. Sie nannten es das Weißgold-Konkordat. Nun, ich nenne das Blasphemie. Ein wahrer Sohn des Kaiserreiches hätte sich niemals von unserem größten Helden abgewandt. Ich will euch mal was sagen. Sollen Sie ruhig kommen. Ich fürchte mich nicht, denn Talos steht auf meiner Seite und ich bin sein Prophet. Seine Worte entspringen meinen Lippen. Seine Stimme dringt aus meiner Kehle. Hallo, mein Freund. Wenn ihr etwas über den mächtigen Talos erfahren wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Zu Lebzeiten war Talos ein Nord, der über unvergleichliches taktisches Geschick sowie grenzenlose Weisheit verfügte und die Macht besaß, den Menschen ins Herz zu blicken. Talos meisterte die Macht der Stimme. Mit ihrer Hilfe vereinte er die Länder der Menschen zu einem großen Reich. In südlichen Gefilden war er als Tiber Septim bekannt. Hier in Himmelsrand verehren wir ihn unter seinem richtigen Nordnamen. Seine Herrschaft war von solcher Glorie, dass er nach seinem Aufstieg in Himmel zum Fürsten der Göttlichen ernannt wurde. Falls ihr mehr über ihn wissen möchtet, ihr werdet sicher zahlreiche Bücher zu diesem Thema finden. Und was macht das Kaiserreich? Nichts! Nein, weniger als nichts! Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Mein Herr, ich bin so hungrig. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges... Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Oh, schön. Seid ihr sicher? Wird es euch nichts ausmachen? Ja, danke, Herr. Vater. Ich verspreche, ich werde die beste Tochter der Welt sein. Das ist besser als alles, was ich mir je erträumt habe. Ich habe wieder eine Familie. Ich kann euch gar nicht genug danken. Was? Papa! Was ist... Danke. Braucht ihr etwas, Papa? Ja, Papa. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld.
Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über... Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Werdet ihr sterben. Ist das alles, was ihr könnt?
Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist da draußen. Ich wusste noch, dass ich sterbliches Blut gefüttert habe. Lassen wir die Spielchen. Nicht als Kreuz.